Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. First Try. Jetzt funktioniert die Aufnahme. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Castle. Nein! Mit Katze. Ja, es wurde sich so viel auch gewünscht von meiner Community, dass Katze wieder in meinen Videos dabei ist. Von der Community von Katze wurde sich allerdings nicht gewünscht, dass The Joecraft dabei ist. Das ist ja nicht wahr. Die schreiben mir das ja auch immer wieder. Ich ignoriere das nur immer wieder. Wenn ich mit denen und den Leuten aufnehmen soll. Egal, was Menschen wollen. Katze ist Katze. Genau. So, Schatz, ich habe eine Treppe gebraucht. Also, genau, wo, ich muss euch jetzt ja alles schon wieder erzählen, weil gerade hat mein Aufnahmeprogramm irgendwie Mist gemacht. Scheiß Arschloch. So, und zwar, schaut euch das mal an. Wir haben ein tiefes Loch gegraben, also ich nicht. Das hat ein Quarry gegraben. Katze würde jetzt gleich wieder sagen, das hast du nicht gegraben. So, dann, ja. Wir müssen noch ein paar Dinge nachholen. Wir müssen das hier noch nachholen. So, das habe ich auch in meiner Agenda abgelegt. Ja, ich versuche zu rekonstruieren, was in den... Nein, bin ich blöd! Weißt du, okay, das war jetzt Doofheit. Nee, das war Doofheit. Ich wollte jetzt die Items holen und dachte, ich drop mich hier runter, aber das geht ja nicht. Das war dumm. Der erste Sprung, der war inszeniert. Der zweite Sprung war Dummheit. So, genau, ich bin nämlich vorhin in der Aufnahme ein paar Mal hingefallen und das Problem ist aus Dummheit. Genau, Katze muss noch versuchen mich, genau, wir müssen theoretisch noch einmal, Katze muss versuchen mich zu schubsen und das hat nicht geklappt, aber ich falle trotzdem runter. Das ersparen wir uns jetzt mal, okay? Warum? Das macht Spaß. So, guck mal. Also, es geht darum, dass wir eine Industrie bauen. Und die Industrie braucht erstmal Kohle. Also, nicht die Kohle, sondern Kohle, Holzkohle. Kohle auch. Aber die werden wir finanzieren uns ja selbst hier durch die Stadt, ne? Steuern. Oder? Wir nehmen doch Steuern ein, oder? Wir? Steuern? Gerade. Natürlich. Katze muss evaluieren, ob er Steuern eintreiben möchte in der Stadt. Vor allem, am Ende des Tages zahlen sowieso nur wir beide Steuern. Und Early Boy. Können wir Early Boy nicht ein Haus bauen und dafür eine ganz fette Pauschale verlangen? Hä? Nein! Schade. Early kriegt kein Haus. Oh. Und Early darf auch kein eigenes bauen. Oh. Katze ist jetzt aber nett. Der arme Early. Der Early weint jetzt bestimmt. Darf gar nichts. Er hat keine Rechte, der hat Linke, sonst nix. Das war heute eine böse Katze hier. Eine Toleranzkatze hier. Ich bin Laktoseintoleranz-intolerant. Das stimmt auch. So, was wir hier haben, ist eine Holzfarm, die gebaut werden soll. Die Holzfarm soll automatisch Holzkohle generieren. Dazu benötigen wir ein bisschen raffinierte Technik und Raffinerie. Oh, ich versuche immer auch Wortwitze zu machen, weil mir gelingt das nicht so gut wie die Katze. Katze kann viel bessere Wortwitze machen als ich. Ich hau einfach so viele hintereinander raus, bis irgendjemand lacht. Das ist nicht, dass die gut sind. Das heißt nur, dass ich irgendwann mal die Nadel im Heuhaufen finde. Okay, das ist natürlich gut. Ja, in der letzten Aufnahme hat irgendwie mein Mikrofon nicht aufgenommen, obwohl es aktiviert war. Keine Ahnung, warum plötzlich OBS meinte so, nö. Ja, dein Pegel jetzt schlägt aber aus. Ja, jetzt schlägt mein Pegel aus. Wie hier? Wie beim Lügentest durchgefallen. So, schaut's mal her. Ich habe hier die Baumfarm sitzen. Die wird jetzt hier installiert. Hier. Nein, ich habe das doch alles ausgemessen. Die muss, glaube ich. Hast du alles, aber vielleicht hast du es ja falsch ausgemessen. Wenn ich das jetzt falsch ausgemessen habe, dann nee. Dann mache ich dann. Nee. Dann hast du heute einen Rage Quit. Nein. Quit ich. Dann wenn du jetzt Red quittest, dann zwinge ich dich dazu, dass du unserem ganzen Redstone beim Despawn zugucken musst. Dann ist die Katze aus dem Sack. Entschuldigung, der musste sein. Es hätte eine bessere Anwendung dafür gegeben, jo. Na, vielleicht. So, Frage ist, was muss ausgeleuchtet sein, damit hier Bäume wachsen können? Alles. Alles, also auch bis nach oben hin? Nein, ne? Der Boden. Nur der Boden, ja. Saplings müssten ausgeleuchtet sein. Ja, das ist kein Problem. Da habe ich eine Idee. Haben wir Glowstone? Nee, aber man kann schnell welchen besorgen. Ich würde dir aber ehrlich gesagt die Chisel and Bits Methode empfehlen. Die da wäre? Du baust einen, also du entscheidest dich dazu, zum Beispiel einen Stone Block unten zu verwenden, okay? Mhm. Dann machst du Chisel and Bits und machst theoretisch diesen Stone Block weg, dass du den in Bits hast, und du machst einen Redstone Block weg, dass du den Bits hast. Mhm. Dann machst du drei Lagen oder vier Lagen von mir aus auch Stone.
auf einem kompletten Blockgröße. Eine Lage Glowstone und den Rest wieder Stone. So in der horizontalen. Dadurch hat der Stoneblock jetzt eine Leuchte. Also leuchtet der Stoneblock jetzt. Mir viel zu kompliziert. Ja, dann bist du halt doof, ne? Ja. Das ist halt gemein dann. Das ist zu kompliziert für The Jawcraft. Gemein. Wir müssen gleich Haya machen. Ja, wir sollten Haya machen. Eine weise Idee von einem weisen Menschen geäußert. Katze. Ich glaube zumindest, dass du weise bist. Ich hoffe, dass du weise bist. Ich befürchte nein. Oder doch? Ist die Katze eine weise Katze oder ist die Katze eine miese Katze? Moment. Little Britain-Referenz an unseren Medic geschmissen. So, ins Bett, lauf. Lauf, Bett, 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 lauf. Bett, lauf. Bett, so, Laffy, Laffy, Laffy. Dam, dam, dam. Zum dritten Mal gucke ich meine leere Wasserflasche auf dem Schreibtisch an. Davon wird sie auch nicht voll. Das stimmt nicht. Wenn du weiter guckst und traurig wirst, kannst du weinen und sie füllen. Ich habe nur Chips im Container liegen. Davon werde ich jetzt auch nicht weniger durstiger. Im Container? Ja, ich habe neben meinem Schreibtisch so einen Container. Überseecontainer. Läuft. Schreibtischcontainer. Wie findest du den Namen von unserem Medic? Wie heißt der denn? Ja, muss ich gucken. Ja, wo? Such den Medic. Ach, such den. Und mein Medic jetzt? Ich glaube, ja. Ist das mein Medic? Margaret, Margaret? Margaret! Very gut. Ja. Es gibt das auch noch mit Josef. Josef! 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 Oh, ich bin... Ja, guck mal, Katze, du lenkst mich total ab. Jetzt bin ich nach unten ins Loch gelaufen, ohne dass ich hier hin wollte. Diese Treppe, by the way, ist für den Angestellten, der später die Items hochholt. So, wenn er nicht... Wahrscheinlich, aber so wie die NPCs handeln, werden die sich einfach in den Tod stürzen. Haben wir denn Glowstone im Lager? Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Wenn, haben wir nicht viel. Ah, 57 Mal, so unviel haben wir jetzt auch nicht. Gechiseltes Glowstone hat hier jemand. Jemand hat sich da versucht zu chiseln. Das Experiment ist wohl katastrophal daneben gegangen. Wie kommst du dazu, das zu sagen? Das war ich, ist nicht daneben gegangen. Achso, ja dann. Fast 5000 Personen in meinem Live-Chat finden Early unfähig. Oh. Ich habe so einen Count-Up-Command. Immer wenn die das Befehl eingeben, wird es einer höher. Hm. Aber kann das nicht auch jemand mehrfach eingeben? Ja, aber es muss 5000 Mal eingegeben werden mit einem Bot, der einen Spam-Schutz hat. Mhm. So. Wie das aussieht, sieht das gut aus. Hey. Nein! You not say. This not true. Nee. Nein. Du willst mir doch jetzt nicht ernsthaft verklickern, dass wir zweimal Glowstone Blödsinn. Was denn? Mir fehlt zweimal fucking Glowstone. Das ist natürlich schlecht. Meine Menschen hier hungern sich bald ab, weil die kein Essen mehr haben. So, wir müssen diese Farben fertig kriegen. Und dann brauchen wir gleich viel Eisen, weil wir eine Menge Trichter craften müssen. Oh, hier unten war das Netherportal, ne? Netherportal war auf Fischi-Ebene. Ja. So. Und wenn wir dann die Holzproduktion haben, können wir anschließend... Ach, da sind wir. War schon mal in der Hölle drin. Ich hatte, glaube ich, die Glowstone aus der Hölle damals geholt. Ey, ihr habt alles kaputt gemacht. Locker hatte auch welche geholt. Ah, genau, hier, ich hatte Weg. Nee, das machen wir jetzt nicht, ich will weitermachen. Ich wollte jetzt eigentlich zum Portal gehen und da wegbuddeln, damit uns nichts fällt, wenn du rausläufst. Du bist böse. Ich bin eine feine Katze, ich hab dich gesagt, dass ich's nicht mach. Böse Katze bist du. Komm rein. Schäm dich, Katze. Nein. So. Wehe, du sagst das böse S-Wort. Schäm dich, Katze. Nein, das ist es nicht. Welches böse S-Wort? Du kennst denn das böse S-Wort gar nicht. Haha. Tja. Liebe Community von Katze, ich öffne den Livestream-Chat. Was ist das böse Wort? Oh. Entschuldigung, Leute.
Was ist das böse S-Wort? Ich habe den Livestream-Chat geöffnet. Vielleicht kann ich nur darauf hoffen, dass die Catchlands nicht da sind. Die anderen wissen es vielleicht nicht. Das böse S-Wort, Hund. Beste Antwort. Hund. Nein. Tina, gut, Tina, du kannst es schreiben, ist mir egal. Du bist im Twitch-Chat. Den sieht er nicht. Schlimme Katze. Schneekatze. Nein, was? Schneekatze. Wer hat das geschrieben? Schneekatze. Wer hat Schneekatze geschrieben? Necrom. Er ist hier der Verräter. Necrom, du Verräter. Wieso Schneekatze böse? Das war eine Kollegin, war mal traurig und sauer auf mich. Eine ja. Gute Kollegin. Und, Flocke? Nein. Wäre eigentlich von der Analogie her passend, ist aber nicht der Fall. Sie ist eine Wölfin und die war traurig und böse auf Katze und enttäuscht von Katze. Und dann hat die Schneekatze geschrieben und hat mir ein GIF geschickt mit einem Husky-Wolf oder mit einem Wolf, der ein bisschen aussieht wie ein Husky, der neben der Katze läuft. Während die Katze neben ihm rumläuft, wird der einfach von der Pfote in den Schnee geschmalzt. Oh. Und ist dann am Ende des Tages nass. Und das war halt wirklich, wo die Person richtig traurig war. Und seitdem ist Schneekatze deswegen Schneekatze, ist böse. Also wenn Schneekatze gedroppt wird, dann ist wirklich was Böses passiert. Gut zu wissen. Und deswegen geht man damit nicht inflationär um. Deswegen habe ich daraus übrigens auch einen Nation Sound gemacht. Kommt dann, was für ein Lied kommt dann? Es kommt, die Person hat mir auch ein paar Bilder gezeichnet und dann kommt eine Schneekatze, also eine Katze, die eben frisch aus dem Schnee ausgegangen ist. Das Lied The Reckless und halt ein spezielles Lied und ein bestimmtes Ding. Hm. Dann hoffe ich mal, dass ich diesen Begriff so schnell nicht gebrauchen werden muss. Nein, darfst du ja auch nicht. Oh doch, ich nee, Katzenanschuldigungen, ohne dass Katze böse war, sind böse. Oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, das ist richtig. Du hast Early Aufgaben gegeben. Nein. Es wurden Fehler gemacht. Oh nein. Es ist wieder ins Loch gefallen. Oh nein. Oh nein. Was denn? Ich hab vergessen, wo ich herkam aus der Hölle. Da, warte mal, das ist gut. Das ist schon mal gut. Daran erinnere ich mich. Hier ist ein Blaze-Spawner. Das ist gut, ich hab's doch gefunden. Ah, ich hab den Ausgang gefunden. Ich höre eine Blaze. Weg hier. Okay, ich hab's doch reingekriegt. Und was ist dann die Sommerkatze? Ist das dann was Gutes? Sommerkatze gibt's nicht. Aber ist auch das Gegenteil von Schneekatze. Feuerkatze. Sommer ist das Gegenteil von Schnee? Nein! Sierra stroppt die Schneekatze. Feuerkatze? Nein, Sierra stroppt die Schneekatze. Der hat die Donation dafür rausgehauen. Oh. Oh. Das hört sich nach Ärger an. So. Sieht dann auch an, dass Katze nichts falsch gemacht hat und trotzdem geschneekatzt wird. Der Krieger ist wie hast du die genannt? Waldemar Priester. Der Waldemar Priester, kennst du den nicht? Hilf mir auf die Spur. Der Waldemar Priester. Das ist einfach nur Waldemar Priester. Da gibt's kein Ding. So ein doofer Name. Ich fand den einfach lustig. Ja, okay. Also nicht Waldemar ist ein doofer Name, sondern Waldemar Priester heißt halt keiner. Okay. Ich bin da mal kurz aus der Crazy Zone raus. So, Ladies and Gentlemen, wir müssen jetzt noch ein bisschen Ofenzeugs machen. Und zwar eine Maschine, die uns generiert. Scheibengleis, das geht so einfach nicht. Ach, Katze! Was los? Ist nicht so leicht. Ist richtig, ich bin ziemlich schwer sogar. Ja, das auch. Hast du mich gerade fett genannt? Nein, ich habe dir nur zugestimmt. Ach so, das war auf dein... Oh. Ich hab's erst jetzt realisiert. Das war gar nicht so böse gemeint. Katze, es tut mir leid, wenn ich dich gerade... Alles... Ich bin voll am Weinen jetzt. Wenn du von einer Brünetten einen Blondinenwitz machst und sie dir freundlich erklickert, dass sie die Haare gefärbt hat. Ja, das kennt man. Ja. Und sie gerne wieder Naturblondes haben möchte.
So. Wenn du vor jemandem im Teamspeak einen Menschenwitz machst und der dir verklickert, dass er ein Mensch ist. Ha. Blub, 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 blub. Was ich jetzt noch eben machen möchte, liebe Menschen der modernen Unterhaltung, ist den Server zu leften und mal ganz kurz. Left and right and left and right. And jump to the left and jump to the right. Don't forget to really pull the tide. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. And touch and push and touch. And touch and push. And tower to the left and tower to the right. So, that is what we wanna do. 3 pro Dings. We can do. Da drüber muss noch eine Trichterstraße gehen. Das heißt, dass es 3 tief geht. Und dann kann sich ein NPC die aus den Öfen holen. Okay, das heißt, wir brauchen 4 Trichter pro Ofen. Die haben die andere Trichterstraße gerade drüber. Und wir müssen einen Sortiermechanismus bauen. Das heißt, das ist das Erste, was wir tun sollten, wäre den Sortiermechanismus zu bauen, der ungebetene Samen aussortiert. Gut. Das würde ich sagen, mache ich noch heute und in der nächsten Folge bauen wir die Öfen auf und dann sollte das alles theoretisch irgendwie klappen. Ich bin mal gespannt. Nicht wahr, Katzi? Ja, glaub schon. Glaubt er. Glaubt. Ich glaube auch so vieles, wenn er taglang ist. Leute, das geht jetzt hier aber gar nicht. Wenn ich jetzt nochmal einen erwische, der genau das jetzt im Chat schreibt, dann ist vorbei. Nein, Spaß. Was ist Tiefkühlkatze? Warum ist denn jetzt Tiefkühlkatze in Hashtag geworden? Was ist denn das für eine Entwicklung? Schau mal 20 Sekunden hier in den Chat und auf einmal ist meine Tiefkühlkatze? Was Mensch! Ich verstehe nicht. Tiefkühlkatze, was ist jetzt da? Ja, Analogie zu Schneeball kalt wahrscheinlich. Ach, die Logik der Community hätte ich auch mal gern verstanden. Toll. Oh. Es ist übrigens spät, wir sollten schlafen, ja, Hayabubu. Ja, schlafen, ja, Bubi ist eine gute Idee. Doch zuvor deponiere ich einfach mal hier im Nachtschränkchen mein ganzes Holz. Ich hoffe, ich denke da noch dran. Und das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein und das kommt da rein. Einfach mein ganzes Inventar geht da jetzt rein. So, fertig, aus, Ende, gute Nacht. So. Ich brauche Quarz, ich brauche einen Komparator, ein paar Repeater, Strom, Fackel, um den Item-Sortierer zu bauen, der die die Saplings, welcome back, Sapling hier, aussortiert. Hm. Haben wir mein ganzes Redstone übernommen? Oh mein Gott, ja. Wie mein ganzes Redstone übernommen? Ja, mein Redstone-Zeugs. Ja, haben wir. Ich bin verzückt. Ja, ich bin absolut verzückt. Oh, ich bin verzückt. Was ich jetzt noch brauche, wäre Trichter. Ich crafte Trichter. Können wir doch einfach hier auswählen. Wo ist er im Inventar? Da. Wunderbar. Allerdings hier oben. Ja, zack, zack. 1, 2, 3, 4. Wie viele kriegen wir raus? 38 kriegen wir raus. Ah, das ist gut. Das ist doch eine gute Menge. Und dann können wir jetzt... ich bediene mich mal so ein bisschen deiner Öfen hier, ne? Ja. Oh, danke dir. So. Top. Dann, weißt du was, mache ich den technischen Spaß im nächsten Part. Bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage an dieser Stelle zusammen mit einem herrlichen, schnurrenden Miau von Katze. Macht's gut, bis bald und... Leute. Warum will die Endcard nicht einsetzen? Ah, jetzt aber.